So, hallihallo, hier ist der Gusor wieder mal mit einer Clash Royale-Folge. Ja, das will ich ja auch nicht vernachlässigen, so ist es ja nicht. Also, man will ja schon weiterkommen. Ich nehme jetzt direkt, also die letzte Folge habt ihr ja bestimmt gesehen, jetzt direkt im Anschluss wird weitergekämpft, weil ich will halt die Kronentruhe erwischen. Jetzt gucken wir nochmal kurz in meine ganzen Truppen rein. Und dazu muss ich halt wirklich sagen nochmal, ja, special thanks to BlueStacks. Weil ich finde das wirklich besser mit dem, also ist halt besser als mit der Elgato, da sieht man ja nicht. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier, ich meine den King, genau, natürlich meine ich den King, den Riese, und das finde ich besser. Also mir ist das irgendwie mit der Maus, ist mir das irgendwie lieber. Ich habe ja schon den Inferno und auch den Hawk, aber ich weiß nicht, das ist später vielleicht auch eine richtig coole Nummer, aber mit dem Deck bin ich so jetzt eigentlich ganz gut zufrieden. Also auch die Sperrkobolde, richtig nice auf jeden Fall. Und jetzt probiere ich halt wirklich die Riesen noch hoch zu ballern, dass die auf Level 5 dann halt nochmal ein bisschen besser abgehen. Und dann hoffe ich mal, dass das ganz gut läuft. Ansonsten bin ich wieder in der Arena 3. Aber so ist das halt so. Level 5 Gegner sollte aber passen. Mal schauen. Gucken wir mal hier. Ah, ich will nicht mit der Dings anfangen, mit der Koboldhütte. Komm. Gucken wir mal, wo er lang geht. Sehr gutes Ding. Ja, ganz genau. Und zack, sind die Pfeile da. So wie es sein soll. Passt. King, ja, ey, ich hab's halt echt mit dem King. Einfach mal Riese gedroppt. Ja, da muss natürlich was hinterher, klar. Ich meine, ich will natürlich auch, dass die Pekka down geht, ganz klar. Kleine Mini-Pekka hier. Zack. Down bist du. So, jetzt gucken wir mal. Ich warte noch. Ich will nicht zu viel spammen. Dann sitze ich hier, habe irgendwie 6 Sperrkobolde hier da am Start. Und der Drago macht sie halt einfach mal alle platt. Ah, scheiße. Na ja, komm, schnell. Na, da hätte ich natürlich auch meine Koboldhütte gleich mitnehmen können. Zack. Da haben wir die zweite, aber die andere ist ja jetzt gleich down. Ich hatte es bei einem Angriff sogar schon mit 3 Koboldhütten und dann wird es für den Gegner echt schon richtig penetrant. Das ist dann nicht mehr so lustig. Ich warte und gucke, was er raushaut. Alleine schon, weil er hier halt den Bombenturm hat. Auf den bin ich ja gar nicht so scharf. Und da würde ich dann halt eben Riese und Prinz setzen. Mal gucken, ob die Taktik aufgeht. Riese, Riese. Also, da passiert ja nicht viel. Die gehen sich ja aus dem Weg. Gucken wir mal hier, dass wir hier relativ schnell was reißen können. Komm, 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 komm. Der Riese war down. Einwandfrei. Nee, Pfeile lasse ich jetzt weg. Aber ich hau noch eine Musketierin hinten rein. Also, ja, hinten rein. Hohoho. Ihr wisst, was ich meine. Koboldhütte. Und jetzt, das passt mir natürlich richtig gut, dass ich halt wirklich, wo ich jetzt gerade den Turm auseinander gemacht habe, dann sogar halt das doppelte Elixier am Start habe. Da kann man natürlich dann richtig loslegen und ordentlich für Spaß sorgen. Hier, Hexe hauen wir hier mal rein. Aber wie ist das, also Level 2? Wie findet ihr das? Ist es halt wirklich so, oder kam mir das jetzt nur so OP vor? Oder ist es halt wirklich so, der Unterschied zwischen der 2er-Hexe und der 1er-Hexe wirklich so extrem? Das hat schon ziemlich reingeknallt, würde ich sagen. So, da haben wir uns die Kronentruhe erarbeitet. Wollen wir natürlich reingucken. Klar, ein bisschen was Gold, ein paar Juwelen. Bomber, okay. Ritter, okay. Skelette nutze ich nicht. Ja, Koboldhütte wollen wir auf jeden Fall. Die ist dabei. So, so wieder 100 Pokis verloren. Scheiße, ja. Ey, das geht echt so schnell. Das geht echt so schnell. Jetzt gucken wir aber mal, dass wir hier wirklich schön auf... pushen kann man jetzt nicht sagen, aber auf 1100 gehen. Ghost Soldiers. Also wird der nicht unbedingt ein deutscher Spieler sein? Ah, doof. Doof. Also ich... Genau. Oh, das passt. Das ist ja easy. So, jetzt würde ich dann gerne Koboldhütte raushauen. Und dann eine Hexe. Dass ich so dieses lange im Voraus, sage ich jetzt mal, Truppen schicken mache. Weil ich jetzt nämlich die gegen den Riesen halt abwehren kann.
Mit dem Prince. Jetzt gucken wir mal, wie das hier läuft. Oder ob ich hier richtig auf die Fresse krieg. Gleich nochmal eine Truppe hinterher, dass wir hier nochmal den Draco nebenbei killen können. Weil der Prinz macht natürlich nicht viel. Also gar nichts. Ja, genau. Wir hatten da wieder ein X-Bow. Das, ganz ehrlich, das ist so. Weiß ich nicht. Das ist. Ja, ich weiß nicht, das ist so. Für mehr reicht's nicht oder so. Das ist so. Wie findet ihr das mit dem X-Bow? Also, weil ich habe das ja bei Diziax mitgekriegt, hier mit dem, dass er dafür, ja, sag ich jetzt mal, verbal so ein bisschen auf der Schnauze bekommen hat, von wegen, wenn er den Minenwerfer setzt, was haltet ihr davon? Wie sieht's mit dem Minenwerfer bei euch aus? Sagt ihr, ach ja, ist ja vollkommen egal, weil Sachen, die ich bauen kann, die kann ich auch verwenden, ist mir scheißegal. Oder wie seht ihr das? Also sagt ihr, oh nee, da gibt es einen gewissen Kodex, das darf man nicht, das gehört sich nicht oder sowas, lasst es mich mal wissen. Nee, Pfeile sollte ich mal lieber jetzt nicht bringen. Hexe. Genau. Ah, jetzt ist der weg. Klar, ich habe die Barbaren. Sorry, voll verplant mit den Barbaren auf jeden Fall. Und jetzt reißt er mir hier doch schon ziemlich den Arsch auf, würde ich sagen. Und baut ein X-Bow hier ran. Genau, herzlichen Dank, Junge, Alter. Aber okay, nehmen wir so hin. Also, wie gesagt, heulen bringt gar nichts. Meine Meinung. Sondern einfach machen. So, Prinz. Aber da kann ich nichts mehr gegenhalten. Der Tower ist down. Beziehungsweise jetzt geht er down. So, jetzt gucken wir hier nochmal eine Musketiere noch reinknallt. Aber das sieht wohl so aus. Riesen noch vor, dass der so ein bisschen eventuell die Truppen ablenkt. Genau. Aber wirklich viel ist da nicht mehr zu holen. Das Ding ist gegessen. Der Drops ist gelutscht. Der hat definitiv bessere Karten gehabt als ich. Hier noch den X-Bow, ja. Aber hier kommt, kann man mal sagen, gutes Spiel kommt. Wie gesagt, ich bin da ein guter Verlierer. Ich bin jetzt nicht so, dass er sagt, oh, der cheatet doch oder sowas. Nein, keine Sorge. Wir greifen einfach mal nochmal an. Wir greifen einfach mal nochmal an. Angriff ist die beste Verteidigung. Okay. Yep, das ist gut. Das probieren wir mal hier. Oh, ich wollte schon wieder ranzoomen, ey. So schlimm, ey. Skelett ist down, aber natürlich, das Schlimmste kommt ja immer noch, die Bombe. Da hat's echt beide zerballert. Echt richtig krass. So, gerne hätte ich jetzt die Hütte, mache ich aber nicht. Musketieren geht jetzt definitiv vor. Level 4 gegen Level 3, ganz klare Sache. Der geht an mich. Aber ich meine, der hat hier schon mal ganz schön vorgesetzt. Auf jeden Fall. Nee, Barbaren auf jeden Fall den Riese. Ja, jetzt gehen die auch gut down, sage ich jetzt mal. Bomber knall ich mal rein. Ah, jetzt haut der sein Dra. Ah, wie gesagt, ich stehe ja nicht so auf die Lufttruppen. Die kriegen mich ganz schön schnell. Und jetzt stehe ich nämlich auch wieder da. Also ich muss mein Deck in diesem Bezug auf jeden Fall ändern, weil ich halt nicht so viel zur Luftverteidigung habe. Bin ich ganz ehrlich, da bin ich echt komplett den anderen Truppen ausgesetzt. Hier schnell mal die Sperrkobolde hier so ein bisschen zur Ablenkung. Ablenkung ist leider nicht drinne. Ah, guck mal hier die Masse. Ah, okay, jetzt killt er mich damit. Zack, oh, sind sie weg. Oh, wird sich jemand geärgert haben? Komm, Koboldhütte hier. Ah, Kacke. Mist, 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 Mist. Und so schnell kriege ich meine Musketiere nicht raus. Also das zeigt definitiv, dass das Deck definitiv im Luftbereich auf jeden Fall aufgebessert werden muss. Wenn der Gegner kein Luftzeug hat, komme ich damit ganz gut hin. Aber es ist halt eben auch nicht irgendwie unschlagbar oder so. Also weit gefehlt, ganz klar. Riese. Und Sperrkobold, dass halt wirklich nochmal zusätzlich was passiert. Weil beim Riese selber ist ja nun wirklich nicht viel. Jetzt die Hexe. Bin ich richtig gespannt. Also mit. Jetzt denke ich mal, müsste ich gut rankommen hier. Ah, Pfeile blöd gesetzt auf jeden Fall.
Ah, kurios, oder? Also die ganze Zeit geht gar nichts und dann auf einmal geht's los, sage ich mal. Ist doch komisch, echt. Riese gesetzt, vollkommen egal. Auch wenn da ziemlich viele Skelette kommen. Koboldhütte, die zweite, beziehungsweise jetzt wieder die erste. So, jetzt will er es garantiert auch wissen, ganz klar. Drago down. Musketierin kommt jetzt hinten ran. Speerkobolde auch, also wirklich kleine Truppen. Und schon wieder, ja, gut. Alter, hat die Walküre rasiert, Alter, hat die rasiert. Ah, und jetzt noch. Eieieiei. Ich bin natürlich froh, dass ich den Riese hatte, aber der hat natürlich jetzt auch Staub gefressen ohne Ende. Hexe ran, es darf nicht sein, dass die halt in die Reichweite von meinem Turm kommen. Dann sehe ich definitiv schwarz. Komm, komm, geh bitte da down, genau, dann geht's noch. Und ich muss unbedingt gleich hier zur Abwehr, gleich die Koboldhütte. Hoffe ich, dass das so läuft. Weil sie dann halt eben wirklich erst auf die Koboldhütte gehen und nicht auf den Rest. Eieieiei, ich sehe hier echt richtig Black. Schade. Nein, 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 nein. Ah, okay, Kampf vorbei. Was? Alter, Luck? Luck? Oh, ja, das glaube ich dir. Ja, der Guso ist hier in dem Fall der lachende Zweite. Alter, ich dachte auch, klar, ich krieg heute richtig übel aufs Maul. Und ja, jetzt aber, genau, Deck ändern. Deck ändern auf jeden Fall. Nehme ich die Pfeile raus? Nehme ich die Pfeile raus und hau die Bogies rein? Hier, wie gesagt, so eine 6er-Sache oder eine 7er-Sache. Ich meine, die Barbaren, die hauen echt gut rein. Aber 7 Elixier ist schon echt mega crank. Ich denke mal, das lohnt sich dann eventuell, wenn man in einem höheren Level ist, oder? Wie, was sagt ihr dazu? Das würde mich mal interessieren. Kommt, Leute, wir wählen die Bogenschützen und hauen da wirklich mal. Dann haben wir Luft, Luft, Luft. Die machen auch Luft. Und die Hexe macht theoretisch auch gegen Luftschaden. Aber ich bin jetzt schon wieder bei Elixierkosten von 4. Das ist eigentlich zu viel. Ich will aber den Bomber haben, weil der gegen Kleinzeug gut geht. Ich probiere das aus. Ich probiere das aus. Kommt, Leute, jetzt muss hier rausgehauen werden. Nee, ich warte noch. Ich warte noch. Jetzt Riese. Koboldhütte. Ja, die war auch zu früh gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war definitiv zu früh. Weil er hätte ja jetzt hier angreifen können und ich hätte gar nichts machen können. Jetzt habe ich relativ viel Low Troops. Macht er gar nichts? Er macht gar nichts. Okay. Nee, das ist definitiv schon im Bereich, wo er halt schon längst machen müsste. Er ist wohl mal so ein bisschen AFK. Ja, okay. Na gut, da kann man jetzt nicht sagen, oh, war ich toll. Das ist klar. Das ist halt ein easy win. Glück gehabt, definitiv, logisch. Das soll es dann erstmal für die Folge gewesen sein. Keine Sorge, wie gesagt, Clash Royale geht auch weiter. Aber wie gesagt, mein Hauptaugenmerk ist einfach mal Clash of Clans. Und ansonsten für Clash Royale gerne Lichtle. Oder halt eben auch diese Jax abonnieren, wenn ihr die noch nicht kennen solltet. Die sind ja nun riesig große YouTuber. Und besonders beim diese Jax merkt man halt wirklich, der haut halt Gems ohne Ende raus. Also wirklich, wenn ihr halt Chest Opening irgendwie so in der Richtung sehen wollt, dürft ihr da gerne mal vorbeigucken. Das war's von mir. Wie ihr sagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schreibt mir gerne wieder ein paar Tipps rein. Was würdet ihr machen? Was geht gar nicht? Wie auch immer. Haut mal rein.